Und jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um deine Mithilfe. Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle. Ein Podcast der Podcastfabrik und Mike Mattis. Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Einen wunderschönen guten Tag, ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und wir sprechen über ungeklärte Vermisstenfälle. Und da habt ihr mir in den letzten Wochen wieder wahnsinnig viele Fallvorschläge gemacht. Teilweise eben auch Cases dabei, die ich bislang überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt habe. Und das finde ich wahnsinnig gut, denn es gibt viel zu viele Fälle, ungeklärte Mordfälle, ungeklärte Vermisstenfälle, über die so gut wie gar nichts bekannt ist und wenn doch, dann meistens ja eher nur lokal. Und wenn wir da in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht nochmal so einen Fokus drauf legen können, ich glaube, dann bekommen wir das zusammen hin, dass wir viele Fälle, über die zu wenig bekannt ist, noch ein kleines bisschen mehr ins Licht der Öffentlichkeit stellen können. Ganz herzlichen Dank dafür auf jeden Fall. Ich hab's in den letzten Tagen schon mal angedeutet. Ich sehe dann eben zu, dass ich so schnell wie möglich irgendwie Kontakt zu den entsprechenden Pressestellen kriege und schaue dann einfach mal, ob ein Interview überhaupt möglich ist. Häufig ist es ja dann aber eben auch so, dass die Polizei leider gar nicht die Kapazitäten hat, um sich jeden Cold Case sofort anzunehmen. Einfach weil das, ich sag mal, Tagesgeschäft am Ende des Tages ja doch irgendwie vorgeht. Da kann es dann eben auch sein, dass man mir sagt, da sagen wir momentan nichts zu, hat den Hintergrund, wenn ein angefragter Fall momentan überhaupt gar nicht polizeilich bearbeitet wird, dann müssen sich die Ermittler da erst einlesen und diese Zeit, die sie dann eben bräuchten, um sich auf ein Interview vorzubereiten, hätten sie dann eben nicht, um aktuelle Mord- und Vermisstenfälle zu klären. Heißt also, wenn auf der anderen Seite viele aktuelle Fälle auf dem Tisch liegen, die möglicherweise eben noch heiß sind, dann sieht's für den Moment jedenfalls schlecht aus mit einem Interview. Das ist natürlich nicht die Antwort, die ich haben will, das ist auch mal klar, aber da muss man dann irgendwie auch Verständnis für haben. Ich habe in den letzten Wochen auf jeden Fall mit vielen Pressestellen gesprochen, die gesagt haben, wir würden ja gerne, haben aber einfach nicht die Ressourcen zur Verfügung, um da eben auch seriös was zuzusagen können. Vielleicht das soweit für den Hintergrund. Umso mehr freut es mich dann eben, wenn ich einen Anruf kriege und Pressestellen mir Fälle vorschlagen. Da bin ich dann ehrlicherweise auch immer so ein kleines bisschen überrascht und wahnsinnig dankbar natürlich auch für das Vertrauen. Und so ähnlich war es auch in dem Fall, den wir heute besprechen. Da habe ich einen Hinweis von einer Mitarbeiterin aus dem Bundeskriminalamt gekriegt, habe mich dann direkt mal mit der zuständigen Polizei in Verbindung gesetzt, weil der Fall in der entsprechenden Woche eben auch bei Aktenzeichen XY gelaufen ist. Wir haben mit unserem Interviewtermin noch ein paar Wochen gewartet. Das haben wir ja auch so in der vermissten Serie im Elbe-Weser-Dreieck gemacht. Da hat mir die Cold Case Einheit um Kriminalhauptkommissar Rainer Brenner ja den Stand der Ermittlungen nach der XY-Sendung geben können. Und genauso haben wir das eben auch in diesem Fall heute gemacht. Ich nehme euch heute mit in den Januar des Jahres 1997. Das Jahr ist also noch relativ jung. Madeleine Albright ist gerade zur ersten US-Außenministerin der Vereinigten Staaten von Amerika ernannt worden. In Südostasien gibt's bereits erste Anzeichen für eine schwere Wirtschafts- und Finanzkrise. Und in Niedersachsen sucht die Polizei mit Hochdruck nach dem Mann, der für den Tod der 18-jährigen Jasmin Stieler verantwortlich ist. In genau dieser Zeit studiert Eva Götz Biologie in Freiburg. Sie ist 26 Jahre alt, kommt aus einer Kleinstadt bei Landau in der Pfalz. Das liegt im Landkreis Südliche Weinstraße. In ihrer Freizeit spielt sie Badminton oder trifft sich mit Freunden. In Freiburg wohnt sie in einer Studenten-WG. An den Wochenenden fährt sie immer mal wieder in ihre Heimat, um sich dort eben mit ihren Eltern oder mit ihren Geschwistern zu treffen. Bevor sie zum Studieren nach Freiburg gezogen ist, hat Eva Götz eine Ausbildung zur biologisch-technischen Assistentin gemacht und sich anschließend eben in Freiburg für Biologie eingeschrieben. Jetzt steht sie kurz vor ihrem Abschluss, arbeitet nebenbei schon für das Max-Planck-Institut in Freiburg in einer Arbeitsgruppe für Genforschung.
Die Genforschung wird im Februar 1997 ganz groß in den Schlagzeilen stehen, denn da erfährt die Welt zum ersten Mal von Klonschaf Dolly. Die Älteren von uns werden sich da sicherlich noch dran erinnern. Eva Götz wird diesen Tag allerdings nicht miterleben. Es ist das letzte Wochenende im Januar 1997. Eva Götz fährt mit dem Auto von Freiburg nach Rheinland-Pfalz, um sich wie so häufig mit ihrer Familie zu treffen. Sie selbst hat kein Auto, eine ihrer Schwestern leiht ihr das aber immer mal wieder. Zwischen den beiden Orten liegen rund 135 Kilometer Luftlinie. Über die Autobahnen sind's in etwa 180. Für die Strecke braucht sie bei freier Fahrt in etwa 2 Stunden. Ob sie diesen Weg am Freitag oder am Samstag antritt, das habe ich nicht eindeutig klären können. Da gibt's unterschiedliche Angaben zu. In mehreren Zeitungsartikeln heißt es, sie sei am Freitagabend gestartet. In der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst vom 18. Januar 2023 heißt es, sie fährt am Samstag zu ihren Eltern. Fakt ist, dass sie mit dem Wagen ihrer Schwester unterwegs ist, sagt Kriminalhauptkommissar Andreas Reichert von der Kriminalpolizei Rottweil. Eva Götz hatte sich ein Fahrzeug ausgeliehen von ihrer Schwester, welches sie eben an diesem Wochenende zurückgebracht hat und den Rückweg dann an diesem Sonntag am 26. Januar 1997 mit dem Zug antrat von Landau in Richtung Freiburg. Als sie ihre Sachen packt, um zu ihren Eltern zu fahren, vergisst sie offenbar aber ihre Monatskarte für den ÖPNV. Und das heißt, sie kann am Sonntag, nachdem sie mit dem Zug nach Freiburg zurückgefahren ist, eben nicht den Bus nehmen, sondern muss zu Fuß laufen. Und genau dabei trifft sie dann am Sonntagabend auch auf den Mann, der sie später entführen, foltern und ermorden wird. Am Abend ihres Verschwindens trägt Eva Götz eine dunkle Kordjacke mit einer roten AIDS-Schleife, einen blau-cremefarbenen Schal und auffällig grüne Wildlederschuhe. Ihre jüngere Schwester bringt sie gegen 19 Uhr mit dem Auto zum Bahnhof in Annweiler am Trifels. Dort steigt sie in den Zug und fährt nach Landau in der Pfalz. Von dort aus muss sie dann nochmal umsteigen, und zwar in den Zug nach Karlsruhe. In der Bahn lernt sie einen jungen Mann kennen. Das ist bislang im vorliegenden Fall der letzte bekannte Zeuge, welcher Eva Götz während ihrer Zugfahrt gesehen und mit ihr gesprochen hat. Für uns eine sehr wichtige Person, welcher sich damals nach einem Zeugenaufruf selbstständig bei der Polizei gemeldet hat. Und so konnten wir ihn als derzeit letzten bekannten Zeugen ermitteln. Der junge Mann studiert ebenfalls Biologie, allerdings in Karlsruhe und nicht wie Eva Götz in Freiburg. Die Aussage des Zeugen ist gesichert und verlässlich, sagt Kriminalhauptkommissar Reichert. Das konnte man nachvollziehen, auch aufgrund der Personenbeschreibung und der mitgeführten Gegenstände von Eva Götz. Sie hat auch ein auffallendes rotes Biologiebuch bei sich, welches durch den Zeugen beschrieben werden konnte. Von dem her gehen wir davon aus, dass das tatsächlich Eva Götz war, welche durch den Zeugen gesehen wurde. Die beiden unterhalten sich also während der Fahrt von Landau nach Karlsruhe und stellen fest, dass sie noch weitere Gemeinsamkeiten haben. Es war so, dass sich das durch einen glücklichen Umstand ergab, dass beide Biologie studiert haben und im Rahmen der Zugfahrt eben Eva Götz in diesem auffallend roten Buch gelesen hat. Und so ist der Zeuge mit Eva Götz ins Gespräch gekommen. Während des Gesprächs wurde dann auch bekannt, dass beide gemeinsame Bekannte hatten aus dem Studienbereich Biologie. Dieses rote Biologiebuch, das Andreas Reichert hier gerade mehrfach erwähnt hat, ist bis heute übrigens verschwunden. Immunologie ist der Titel, Charles A. Janeway und Paul Travers sind die Autoren. Erschienen ist es damals im Verlag Spektrum der Wissenschaft, der gehört zur Springer-Gruppe. Ein Foto von diesem Buch lade ich euch auf Instagram hoch, da werde ich euch dann eben auch noch ein paar andere Bilder zu diesem Fall posten. In Karlsruhe steigen die beiden aus. Der neue Bekannte von Eva Götz ist fast zu Hause. Sie will in den IC 503 nach Freiburg steigen. Der startet planmäßig gegen 20 Uhr. Was danach passiert ist, ist für die Polizei bis heute nicht eindeutig klar. Zeugen für diese Zugfahrt nach Freiburg gibt es jedenfalls nicht, obwohl der Zug an diesem Abend wohl rappelvoll ist. In Freiburg fällt an diesem Abend mehreren Menschen ein Kastenwagen auf. Der ist immer wieder rund um die Stefan-Meyer-Straße unterwegs. Die wiederum verläuft entlang der Albert-Ludwigs-Universität und der Justizvollzugsanstalt Freiburg.
Das ist nur ein Steinwurf vom Hauptbahnhof entfernt. Der Wagen sei schon etwas älter und hellbeige gewesen. Außerdem habe er ziemlich heruntergekommen ausgesehen, sagen Zeugen übereinstimmend. Also es gibt Zeugensichtungen bereits am Sonntag ab ca. 17 Uhr, welchen ein ähnliches Fahrzeug, ob es sich hierbei um Täterfahrzeug handelt, ist spekulativ, aber ein ähnliches Fahrzeug eben bereits in diesem Bereich aufgefallen ist. Die Ermittler gehen jedenfalls davon aus, dass Eva Götz in etwa gegen 21.10 Uhr am Freiburger Hauptbahnhof ankommt. Normalerweise würde sie jetzt eben den ÖPNV nehmen, um nach Hause in ihre WG zu fahren. Weil sie ihre Monatskarte ja allerdings vergessen hat, läuft sie den Weg vermutlich. Dieser Weg ist in etwa 1,5 Kilometer lang und führt eben auch über die Stefan-Meyer-Straße. Dort in Höhe der damaligen DEA-Tankstelle wird der Wagen zuletzt gesehen. In diesem Bereich vermuten die Ermittler eben auch das Aufeinandertreffen von Eva Götz und dem Täter. Die Tankstelle selbst gibt es heute nicht mehr, die lag quasi damals direkt vor der JVA Freiburg. In etwa gegen 21.15 Uhr hören mehrere Zeugen Frauenschreie auf der Straße, darunter auch ein Ehepaar, das damals in der Stefan-Meyer-Straße wohnt. Einer von beiden hat Schrei gehört von dem Ehepaar, hat daraufhin seinen Ehepartner in Kenntnis gesetzt und nachgefragt, ob ebenfalls dies wahrgenommen werden konnte. Da dies dann der Fall war, hat man sich dann entschlossen, durch den Ehemann damals näher nachzuschauen. Er hat dann seine Wohnung verlassen, ist nach draußen gegangen und hat eben diesen Kastenwagen dort wahrgenommen. Das genaue Kennzeichen kann er nicht erkennen, dafür steht er ganz einfach zu weit weg. Er kann aber immerhin ein paar Angaben zum Fahrzeug machen. Er hat eben dieses Fahrzeug beschrieben, das Aussehen, den Standort des Fahrzeuges, die ungefähre Uhrzeit seiner Wahrnehmung und dies in Verbindung mit den Frauenschreien. Am Fahrzeug sollen schwarze Kennzeichenschilder angebracht gewesen sein mit weißer Schrift. Diese Schrift hat aus Buchstaben und Zahlen bestanden. Hier unterscheiden sich jedoch die Zeugenangaben. Somit können wir uns auf kein Land festlegen. Aufgrund der Nähe Richtung Frankreich wäre Frankreich natürlich, kommt in die nähere Betrachtung, aber auch Polen aufgrund Zeugenangaben und damit verbundener Buchstaben-Zahlenkombinationen. Es gibt natürlich auch weitere Länder im europäischen Umfeld, wo damals schwarze Kennzeichenschilder mit weißer Schrift verwendet hatten, aber da haben sich jetzt keine konkreteren Hinweise ergeben. Etwas besonders Auffälliges, wie beispielsweise eine junge Frau, bemerkt der Mann aber nicht. Weil der Wagen eben so auffällig ist und ganz offensichtlich auch nicht aus der Region kommt, will der Mann von oben mit einem Fernglas dann aber nochmal genauer hinschauen. Als er allerdings die Treppen wieder raufgelaufen ist und das Fernglas holen will, ist der Kastenwagen schon nicht mehr da. Knapp 2 Stunden später, also so gegen 23 Uhr, beobachten weitere Zeugen in Tuttlingen ebenfalls einen Kastenwagen. Es ist vermutlich derselbe Kastenwagen, der am Nachmittag und am Abend im rund 80 Kilometer entfernten Freiburg gesehen worden war. Wohin der Wagen fährt und aus welcher Richtung er kommt, ist nicht klar. Unterschiedliche Zeugen machen dazu unterschiedliche Angaben. Im Filmbeitrag von Aktenzeichen XY heißt es im Januar 2023, es sei fast, als würde der Fahrer etwas suchen. In dieser Nacht taucht der Kastenwagen noch ein weiteres Mal auf, und zwar gegen 2.30 Uhr auf der L185 zwischen Blumberg und Geisingen, keine 20 Kilometer westlich von Tuttlingen. Heißt also, der Wagen kommt Freiburg jetzt wieder näher. Eine Autofahrerin bemerkt den Kastenwagen hier. Er steht ohne Licht an einem Feldweg am Waldrand. Hinten im Laderaum brennt offenbar noch Licht. An Personen erinnert sich die Zeugin später aber nicht. Dass Eva Götz an diesem Abend nicht nach Hause kommt, fällt ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern in der WG erstmal nicht negativ auf. Sie wissen nämlich nicht, wann die 26-Jährige von ihren Eltern nach Hause kommen wollte und machen sich daher natürlich auch keine Sorgen. Am Montagmorgen ist es dann ein LKW-Fahrer, der auf der L185 unterwegs ist. Er kommt genau an der Stelle vorbei, an der der Kastenwagen in der Nacht zuletzt gesehen worden war. Als er anhält, sieht er eine Person, die am Waldrand auf der Erde liegt. Der Mann hält einen vorbeifahrenden Autofahrer an, vermutlich weil er davon ausgeht, dass die Person auf dem Boden Hilfe braucht.
Die beiden Männer nähern sich und entdecken daraufhin die Leiche von Eva Götz. Die liegt barfuß und mit geöffneter Hose auf dem Waldboden. Daher rufen sie die Polizei. Unweit der Landstraße an einem Feldweg, dort der Gebüschung, war der Leichnam von Eva Götz abgelegt. Aus unserer Sicht ohne große Mühe des Täters, sie tatsächlich zu verborgen. Der Leichnam wurde dann einfach durch Verkehrsteilnehmer im Rahmen der Vorbeifahrt festgestellt, welche dann die Polizei davon in Kenntnis gesetzt haben. Zum Leichenfundort an sich sagt Kriminalhauptkommissar Reichert Folgendes. Der Ablageort selber des Leichnams war unweit der Landstraße. Das heißt, vorbeifahrende Fahrzeuge konnten erkennen, dass dort jemand am Feldweg am Rand gelegen ist, und so war es dann auch. Die Polizei sperrt den Fundort weiträumig ab. Die Ermittler gehen gleich davon aus, dass sie es hier mit einem Tötungsdelikt zu tun haben. Äußerlich sind allerdings keine Verletzungen zu erkennen. Die Socken und die Schuhe der Toten findet die Spurensicherung ein paar Meter weiter im Gebüsch. Ihnen ist klar, dass der Fundort nicht der Tatort ist. Wir gehen momentan davon aus, dass der Täter, nachdem er sich Eva Götz bemächtigt hat, über die Bundesstraße 31 Freiburg in östliche Richtung verlassen hat. Seine Fahrt durfte mit hoher Wahrscheinlichkeit durch den Schwarzwald gewesen sein, mit dem Ziel des Landkreises Tuttlingen. Im Landkreis Tuttlingen selbst befindet sich dann auch der spätere Leichenfundort, und zwar zwischen den Gemeinden Geisingen und Blumberg. Das ist in der Nähe der Stadt Donaueschingen. Der Leichenfundort selbst ist an einer Landstraße, der Landstraße 185, in einer sehr ländlichen Gegend, dort in einem Feldweg unweit der Landstraße gegenüber der Gemeinde Leipferdingen. Weil dort am Abend vorher eine große Faschingsparty stattgefunden hat, gehen die ersten Ermittlungen in diese Richtung. Denn kurz nach dem Leichenfund haben die Ermittler der Kriminalpolizei noch keine konkreten Hinweise. Diese Ermittlungen haben natürlich zu Beginn schon eine Rolle gespielt. Am Anfang stand die Identität von Eva Götz noch nicht fest, und da hat man sich natürlich auch auf diese Faschingsveranstaltung in Leipferdingen konzentriert und dort versucht, die Identität zu klären. Also zu Beginn der Ermittlungen hat das natürlich eine Rolle gespielt damals, ja. Dass die Tote die 26-jährige Eva Götz ist, wissen die Polizisten zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, noch nicht. Denn bei der Leiche werden weder Personalausweis noch Studierendenausweis oder irgendein anderes Dokument gefunden. Am Tatort finden die Ermittler aber nicht nur die Socken und die Schuhe von Eva Götz, sondern auch eine Reifenspur. Die ist allerdings schwer zu rekonstruieren. Die Ermittlungen laufen sofort auf Hochtouren, und schnell finden die Ermittler dann eben auch eine Spur, die zur Identifizierung führt, sagt Kriminalhauptkommissar Reichert. Im Laufe des Tages konnte man über andere Ermittlungen feststellen, dass Eva Götz Bezüge nach Freiburg hat. Und dort über einen Termin bei einem Arzt konnte man dann feststellen, dass es sich bei dem gefundenen Leichnam um Eva Götz handelte. Die Polizei fährt daraufhin zu Evas WG. Für ihre Mitbewohnerinnen und Mitbewohner kommt die Nachricht vom Tod der 26-Jährigen natürlich aus heiterem Himmel. Sie waren bis dahin davon ausgegangen, dass Eva Götz noch bei ihren Eltern ist. Sie können ihre Mitbewohnerin allerdings auf einem Foto der Toten identifizieren und eben bestätigen, dass es sich bei der toten Frau auf dem Bild um Eva Götz handelt. Nach der Autopsie wissen die Ermittler ein paar Tage später dann eben auch, dass Eva Götz vor ihrem Tod noch stundenlang brutal gequält worden ist und dann erstickt wurde. Um die Studentin zu betäuben, nutzte der Täter Chloroform. Das hat sich dann bei der rechtsmedizinischen Untersuchung so ergeben und bestätigen lassen, dass eben Chloroform verwendet wurde. Das findet man dann im Rahmen der rechtsmedizinischen Untersuchung in den Organen. Eine ganz entsetzliche Tat, mit der wir es hier zu tun haben, sagt Rudi Zerne im Januar 2023, als der Fall bei Aktenzeichen XY ungelöst vorgestellt wird. Bis heute fehlen übrigens auch mehrere persönliche Gegenstände von Eva Götz. Das Biologiebuch, das ich ja vorhin schon erwähnt hatte, ist das eine. Außerdem ist ihr blau-weiß gestreifter Leinenrucksack verschwunden. Der hatte einen Karabinerverschluss. Darin hatte Eva Götz vermutlich ein buntes Portemonnaie mit Klettverschluss. Außerdem fehlen ihre Brille, 400 Mark und mehrere Ausweise.
Die Polizei hat in der Woche nach der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst knapp 450 Hinweise gekriegt. Die werden momentan noch ausgewertet. Wenn ihr zusätzlich noch was zur Aufklärung beitragen könnt oder vielleicht irgendwen kennt, der vielleicht den entscheidenden Hinweis liefern könnte, dann sprecht bitte unbedingt mit der Polizei. Derzeit wäre es einfach für uns wichtig, wie auch schon in der Fernsehsendung Aktenzeichen dargestellt, dass sollte es Zeugen geben, die eben im fraglichen Zeitraum 26. Januar 97 auf 27. Januar 97 sowohl im Bereich Freiburg als auch auf der Fahrt vielleicht zwischen Freiburg und dem Landkreis Tuttlingen oder in der Nähe des Leichenfundortes selbst irgendwelche ermittlungsrelevanten Beobachtungen gemacht haben. Diese Leute sollten sich dann bei der Polizei melden. Ja. Den Kontakt zu den Ermittlern gibt's hier. Wir sind nach wie vor unter der Hinweisnummer, welche auch im Aktenzeichen veröffentlicht wurde, erreichbar. Das wäre die Vorwahl von Rottweil, die 0741, dann die 477 und die Durchwahl viermal die 1, also 1111. So erreichen Sie uns auf jeden Fall telefonisch. Wenn das Büro mal nicht besetzt sein sollte, kein Thema, wir rufen natürlich zurück. Sie erreichen uns auch per E-Mail unter der E-Mail-Adresse rottweil.kd.k1.ab-coldcase@polizei.bwl.de. Und weil sich das natürlich kein Mensch so schnell merken kann, packe ich euch den Kontakt zu den Ermittlern nochmal in Schriftform in die Shownotes. Vielleicht an dieser Stelle noch einen kleinen Anreiz on top. Die Staatsanwaltschaft Rottweil hat eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Festnahme und zur Verurteilung des Mörders von Eva Götz führen. Beim nächsten Mal sprechen wir dann über den aktuellen Ermittlungsstand, über das, was die Kripo in der Hand hat, über das, was die Kripo mit großer Wahrscheinlichkeit sagen kann und darüber, was für Hinweise nach der XY-Sendung überhaupt eingegangen sind. Ich muss sagen, ich habe es selten erlebt, dass nach einem Fahndungsaufruf in der ZDF-Sendung so dermaßen viele Hinweise eingehen. Ich meine, klar, Quantität ist nicht gleich Qualität, das haben mir meine Lehrer in der Schule damals schon regelmäßig gesagt, aber viele Hinweise zu bekommen, unter denen dann vielleicht eben auch der passende ist, das ist auf jeden Fall mal nicht schlecht, klar. Und das soll's für heute gewesen sein. Die Fotos zum Fall Eva Götz findet ihr online auf der Instagram-Seite von Licht ins Dunkel und da freue ich mich natürlich immer sehr, dass die kleine Online-Community langsam aber stetig wächst. Ich möchte zum Schluss an dieser Stelle noch kurz Danke sagen. Danke einfach für die vielen extrem guten Bewertungen auf Spotify und Co. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Wertschätzung für meine Arbeit und ich danke euch sehr für den Support, für die lieben Nachrichten und für die Fallvorschläge, die ihr mir da immer schickt. Bleibt sicher und gesund, ihr Lieben, und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin alles, alles Gute. Glück auf. Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik. Hallo, ich bin Tim Schmutzler und das hier ist der Slash. Und wir zwei machen den Hundetalk. Also er spricht meistens mit seinem Spieli und ich mit interessanten Hundemenschen. Wir sprechen über alle Themen, die einem im Laufe eines Hundelebens begegnen. Ja, Slashy, auch über Spielis. Den Hundetalk gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Und auf podcastfabrik.de. Podcast? Ja, mach ich auch. Gut, vielleicht kriegen wir es zusammen sogar noch besser hin. Performance, Audioqualität, Storytelling. Mit einer Beratung der Podcastfabrik optimieren wir deinen Unternehmenspodcast. Hol dir jetzt den professionellen Support und bring deinen Podcast auf ein neues Level. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Die Podcastfabrik. Bielefeld 3x5 110 und podcastfabrik.de.